Moin Leute, wir haben hier Robin. Was hast du erreicht? Was hast du gespielt? Wir waren jetzt am Wochenende in Berlin zum Starlight Cup 3 gegen 3. Ich habe mit Tim und Anton gespielt. Tim hat Snaker gespielt, Anton hat geflandert. Er wurde dazu gezwungen. Und ich habe Katzen gespielt. Wir waren Erster nach Swiss, sind 5-0 durch und sind am Ende dann Dritter geworden. Ja, ich würde euch einfach meine Katzenliste zeigen. Drei Katzen und noch zwei Katzen. Ich habe gehört, wenn du zwei Pureli spielst, ist total Das bescheuert. ist geisteskrank, zwei davon zu spielen. Den will man, Norman, der ist wichtig. Der ist wichtig. Und dann Pureli-Karten, alle auf Maximum. Das ist wichtig. Ja, dann habe ich gemerkt, man breakt sehr oft mit dem Deck. Also es geht eigentlich, aber trotzdem mir zu oft. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, wieder auf Prosperity zurückzugreifen. Und der war auch wichtig. Dann ebenso Staple in dem Deck, Crossout. Ihr verliert sehr oft an Handtraps oder auch an zwei Handtraps. Und das ist wichtig, einfach damit ihr spielen könnt. Den darf man auf keinen Fall cutten. Da habe ich mich doch dazu entschlossen, dann mehr auf Handtraps zu gehen. Drei Ash, drei Veiler und drei Impern, weil die einfach gut sind. Und dann noch eine Mauna, ein Ogre und ein Droll, weil das die Karten sind, gegen die man auch gerne mal verliert. Deshalb die jeweils auf 1 nochmal als Crosser-Target. Ich finde sie nicht gut genug, um sie auf 3 zu spielen, deswegen reicht die mir auf 1. Dann zum Side-Deck. Da hat sich, glaube ich, absolut gar nichts geändert. Zwei Noir, zwei Happy. Das ist eigentlich die beste Karte. Zwei Beauty, Plump, Noir. Nightingale ist in letzter Zeit ziemlich ins Hängen geworden wegen Tenpai. Wenn euch der Gegner First schickt, dann geht ihr oftmals in die. Es sei denn, ihr kommt in Noir mit über 6000 Def, mit zwei Delicious. Wenn ihr den mit 6000 Def hinlegt, dann kommt der Gegner nicht mehr dran vorbei. Es ist eigentlich ziemlich einfach, den so hinzulegen. Aber es klappt nicht immer, dann geht man in die und dann ist auch die Welt in Ordnung. Shoutouts an Enrico. Ich glaube, ich habe ihm die zu oft hingelegt. Er hat Tenpai gespielt. Und alternativ kann man damit auch einfach ins Zeus gehen, was eigentlich der OG-Plan ist von der Downard und zwei Zeus. Dann noch einmal Typhoon. Ist auch immer nicht verkehrt. Und Anima und SP. Dann zum Side-Deck haben wir uns kurz vor dem Turnier dann noch dazu entschlossen, zwei Nibiru zu spielen. Für Snake Eye vorrangig. Dann bin ich großer Fan von Büstels. Deswegen ein Magnamut und drei Druidswurm. Die kommen fast in jedem Matchup rein. Voiceless, Snake Eye. Vor allen Dingen sind die aber auch für Branded. Dann ein One-Off-Shifter. Der ist offensichtlich ein Crosser-Target für Flander, für Kash, wenn ich First gehe. Und wenn es mir ganz schlecht geht, dann nehme ich den auch mit rein für Going Second. In Hoffnung, dass ich den vielleicht ziehe und den Gegner irgendwie dadurch wegsacke, wenn ich merke, dass ich einfach verloren habe, wenn ich nicht genug Gas habe. Also kommt er gegen. Also wirklich, wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, dann kommt er mit rein. Denn fürs Mirror Match, weil ich relativ viel Pugli gerade zurzeit erwarte, drei Econ, das ist eigentlich fast ein FDK. Ich chain den einfach auf die. Oder ihr holt in der Standby-Phase oder in der Draw-Phase, besser eigentlich. Da aktiviert er eine Quickspell, holt einen Pureli, gräbt nochmal in der Standby-Phase, zieht der Gegner mit dem kleinen Noir, macht die Trap, ihr holt euch den Noir und dann habt ihr einfach instant einen großen Buddy mit den Quickspells drunter. Manchmal könnt ihr dann erstmal, wenn Beauty drunter ist, könnt ihr dann anfangen, erstmal das Feld auch noch komplett einzusaugen, falls der Gegner noch nicht gepunished genug ist. Die ist komplett broken. Und wenn der Gegner über Plump in Noir geht, dann wartet ihr auf einen Spin oder so und dann sollte der nicht mehr unaffected sein. Er wurde dann diesen Turn auch nicht gespecialt, also könnt ihr euch den dann auch nehmen und der Gegner ist dazu gezwungen, den komplett leer zu machen. Ja, ich hatte keinen Mirror, keiner spielt das Deck.
Und mit der und mit Crossout habt ihr dann sechs Karten, die im Mirror Match einfach FTK sind, finde ich. Dann habe ich noch für Backroom-Matchups drei Cosmics gespielt, weil ich Duster, nee, Duster spiele ich auch, weil ich Lightning Storm nicht so mag, weil ich den gegen so gut wie gar nichts reinside. Lightning Storm irgendwie fühlt er sich nicht richtig an. Und für Going First noch eine Rivalry. Die wird sonst eigentlich immer gemaint. Ich glaube auch, das ist nicht verkehrt, die zu mainen. Aber ich habe jetzt noch mit viel Mirror gerechnet, mit viel Tenpai. Da ist sie überall immer nicht so gut. Nach dem Turnier, nachdem ich ein paar Weihnachtsunterwäldler kassiert habe, habe ich gemerkt, man kann die gegen Tenpai auf jeden Fall drin lassen. Habe ich dann auch irgendwann gemacht, nachdem ich ein, zwei davon kassiert habe. Also selbst gegen Tenpai lasse ich die drin, die müsste dann Shotgun und dann hat Tenpai auch kein Out, wenn ihr nur auf 6000 kriegt. Jo, das war's schon wieder von dem Katzenprofil. Shoutouts gehen raus an mein Team, auch an mein Team vom 3 gegen 3, Tim, Anton. Shoutouts gehen raus an Niki Boy und an Enrico. Ich habe auf dem Turnier einmal gegen ihn gespielt und ich glaube auf der Regio letztes Wochenende und irgendwie, ich glaube, Tenpai ist ganz schwierig gegen das Deck. Man hat schon ein relativ gutes Matchup dagegen. Ja, Shoutouts an André, Kevin, die auch dabei waren, die auch alle drei ziemlich gut performt haben. Standen auch am Ende 4-0, aber dann mussten sie gegen die absoluten Chefs spielen. Da war dann natürlich kein Land mehr in Sicht. Obwohl sie, ich glaube, nach 5 Minuten oder so standen wir komplett alle drei 1-0 hinten. Es sah ein bisschen schwierig aus, aber nach dem Match haben wir alle 2-1 gewonnen. Also haben wir irgendwie noch alle gerettet. Jo. Und Grüße an die D-Barrier. Die D-Barrier. Ich glaube, ich habe eine gesehen.